06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Mach schnell, ist schwer. Gerrit Wickham, 34 Spieltage sind es am Ende, auf die ihr genau auf dieses eine Ding hinarbeitet. Jetzt hältst du es in den Händen. Wie ist es? Ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also unfassbare Saison von der Mannschaft, vom Staff, vom Verein, von den Fans. Das hier, da hat jeder seinen Anteil dran und so muss auch jeder jetzt feiern, dass jeder seinen Anteil dran hat. Deswegen super Gefühl, das Ding in den Händen zu haben, mit der Truppe aufgestiegen zu sein, das wird uns für immer verbinden. Konnte man die 90 Minuten heute einfach nochmal genießen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, schau dich um, wie das losging mit den Fahnen und sowas. Das war Gänsehautatmosphäre. Klar, ist dann auch viel eingeprasselt mit Verabschiedung und sowas. War dann schon hochemotional das Ganze, aber super Sache. Ja, geil, so muss sein. Max, die letzten 90 Minuten, du durftest heute auch nochmal ins Tor, um einfach genießen zu können. Konntest du es? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war echt nochmal ein gutes Spiel zum Abschluss mit einem Sieg, hochverdienter Sieg, glaube ich. Und dann die Atmosphäre hier ist einfach richtig einmalig. Also das ist schon richtig geil, dass wir jetzt hier was zu feiern haben, was in der Hand haben. Und ja, jetzt zahlt sich die ganze Arbeit des letzten Jahres, der letzten Jahre aus. Und ich glaube, das geht heute und morgen noch so weiter mit den Fans, für die Fans, freut mich das natürlich auch sehr. Von daher bin ich richtig glücklich, wie es heute gelaufen ist und dass wir endlich die Schale in der Hand haben. Letztes Jahr gab es den Moment vor der Kurve ohne Schale, wo man sich geschworen hat, nächstes Jahr steht man mit Schale hier. Jetzt habt ihr es vollbracht. Wahnsinn. Das ist es, du sagst es, Wahnsinn. Also wir haben hier gestanden letztes Jahr traurig oder tief traurig, dass wir es so knapp nicht geschafft haben. Aber eigentlich da vor der Kurve das Bild, da haben wir uns eigentlich schon eingeschworen auf diesen Moment, den wir jetzt haben. Und wir sind einfach glücklich, dass wir es gepackt haben. Fang ruhig direkt an zu singen, ist nicht schlimm. Nein, alles gut. Ich kann nicht singen, deswegen lassen wir es lieber sein. Wie lange von dem... Eieiei. Wie lange hast du den Moment schon mal ausgemalt, die Schale in die Hand zu nehmen und einfach auf die Kurve zuzulaufen und zu sagen, da ist das Scheißding? Ja, mit Sicherheit schon ein paar Mal, muss man, glaube ich, ehrlich zugeben. Ich glaube, so jetzt dieses Ding nochmal in der Hand zu halten, ist nochmal irgendwie nochmal sowas ganz Besonderes. Verdeutlicht nochmal irgendwie, was wir dieses Jahr geschafft haben. Und ja, ich kann es auch nur nochmal sagen, was heute los war im Stadion, so mit Choreografie und allem drum und dran. Das habe ich lange nicht erlebt in Münster und ja, ich glaube, wir können alle Fans, Verein, Mannschaft, wir können unglaublich stolz sein auf das, was wir dieses Jahr geschafft haben. War es dann einfach geil, dass man die 90 Minuten heute anders genießen konnte als im Aufstiegsspiel selber? Ja, natürlich hast du nicht mehr so viel Anspannung, ist ja klar, aber wir hatten uns natürlich vorgenommen, ja nochmal heute 3 Punkte einzufahren. Das hatten dann alle Leute auch irgendwo verdient, dass wir uns da nochmal ein bisschen straffen. Und klar war es dann ein bisschen lockerer insgesamt, so, das hat man auch im Spiel gemerkt, das war dann... Beide mussten um nichts mehr spielen, so, das haben wir ein bisschen gesehen, aber wir haben es dann relativ auch souverän gewonnen und deswegen machen wir uns jetzt heute und morgen ein richtig feines Wochenende. Meistertrainer, jetzt habt ihr die Schale offiziell bekommen, du durftest sie hier hochrecken, gab es einen besseren Moment? Nein, es ist einfach unbeschreiblich schön, das Gefühl, und wenn du heute siehst, wie viele Leute wir glücklich gemacht haben, wie viele Fans so zufrieden waren, was eine Stimmung, unfassbare Stimmung, und ich glaube, das hast du nicht oft im Leben und das macht es umso bemerkenswerter. Konntest du es aufsaugen? Ja, absolut. Ich kann es voll aufsaugen, kann es voll mitnehmen und freue mich total für alle. Ja, es war einfach so ein schöner Moment und jetzt heißt es nur noch genießen. Morgen wird Münster grün, das ist wahrscheinlich jetzt schon wieder der nächste Moment, auf den man schon wieder hinfiebert. Da freue ich mich jetzt so drauf, was da morgen los ist in dieser Stadt. Und die ganzen Menschen nochmal feiern zu sehen, das wird toll. Morgen wird es richtig gut. Vor einem Jahr mit einem Ziel angetreten, jetzt hältst du das Ding in den Händen. War es einer der schönsten Momente dann der Karriere, das Ding eben in die Höhe zu recken? Ja, auf jeden Fall. Ich sag, das ist jetzt so der Schlusspunkt, der sportliche Schlusspunkt, der feierliche noch nicht, aber der sportliche Schlusspunkt und einfach eine unglaubliche Bestätigung für die harte Arbeit dieses Jahr. Du sagst es, wir sind mit dem Ziel angetreten, wir haben standgehalten, wir sind überall hingefahren, haben die Punkte mitgenommen, so gut es ging und haben es einfach 4 Spieltage vor Schluss geschafft und heute dürfen wir die Schale in die Luft recken und nein, ist einfach wunderschön, muss man wirklich sagen. Ja! Ist einfach wunderschön. Du hast einfach ein Ziel erreicht mit den Jungs. Riesenkompliment an diese großartige Truppe, die einfach wirklich diesen Druck standgehalten hat, sich
überall reingeschmissen hat, einen unglaublichen Willen ab Tag 1 hatte und ja, das ist das Ergebnis. Ein Wahnsinnsmoment war auch nochmal, als Dennis Daube nochmal seine letzten Sekunden, Minuten bekommen hat. Ihr wusstet selber nicht als Mannschaft, wie habt ihr reagiert, wie hast du es wahrgenommen? Ja, ich muss ehrlich sagen, das sind einfach Momente, also das geht einfach unter die Haut. Da kommen ja eigentlich schon die Tränen, wenn man sieht, wie Dennis die letzten Jahre oder die letzten Monate gelitten hat und dass er einfach seinen Moment heute noch feiern konnte hier. Ja, es ist einfach, es ist unbeschreiblich, wirklich, es ist unbezahlbar, unbeschreiblich. Mich freut es unglaublich für ihn, weil er auch ein wichtiger Teil der Mannschaft war. Er ist ein super Typ. Ich hätte gerne mal mit ihm länger auf dem Platz gestanden als die paar Minuten, weil er einfach ein unglaublich guter Spieler ist, ein unglaublich guter Typ und mich hat es richtig gefreut, dass das heute geklappt hat. Dennis, du hast ein Jahr unfassbar gekämpft. Heute gab es einen kleinen Lohn für die ganze Arbeit nochmal. Wie war es alles, dieser Moment von, du kriegst die Nachricht, du darfst nochmal für ein paar Minuten drauf und alles, was dann heute passiert ist? Ja, also ich kann es immer noch nicht so wirklich realisieren. Ja, die Nachricht kam vor einer Woche circa. Helge hat sich dafür eingesetzt, dafür bin ich unendlich dankbar. Und auch ans gesamte Trainerteam und Peter, dass sie dann auch gesagt, oh yeah, okay gegeben haben. Und ja, es war ein unglaublicher Moment. Vielen Dank für alles und ja, ich bin einfach unglaublich stolz, dass ich jetzt nochmal, auch wenn es nur für 5 Minuten waren, ja, einfach wieder für das Gefühl, einfach mal auf dem Rasen zu stehen und ja, ich bin einfach nur dankbar. Du hast im Tunnel noch gesagt, du bist aufgeregter als vor deinem ersten Spiel. Was ist in deinem Kopf vorgegangen? Ja, also ich bin heute Morgen aufgestanden und war ultra nervös, also ja, aber ja, ich habe mich einfach gefreut, wieder auf dem Platz zu stehen, mit den Jungs auf dem Platz dieses gemeinsame Gefühl zu haben und dafür bin ich unendlich dankbar. Momente, die du wahrscheinlich dann auch sehr, sehr lange in Erinnerung behalten wirst. Das auf jeden Fall. Und ist ja auch mit krönenden Aufstieg auf jeden Fall nochmal viel, viel schöner. Die Fans haben es auch gewürdigt. Du durftest nochmal auf den Zaun. Nicht da, wo du hin willst, aber konntest du es genießen? Ich konnte es genießen, aber ich weiß auch, dass es auf jeden Fall kein Ding für mich wäre, da auf den Zaun die Jungs anzupeitschen.